Und somit willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Spore. Ich habe ein bisschen vorgespielt, aber nicht weit. Und ich denke, wir beginnen jetzt einfach ganz neu. Wir müssen einen Planeten wählen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich kann das irgendwie noch drehen, oder? So, wir nehmen den. Eine Zellenphase, beginne ganz am Anfang, entwickle deine eigene Schöpfung von ihren bescheidenen Anfängen im Wasser bis hin zur intelligenten Spezies auf der epischen Reise von Spore. Und wir machen Pflanzenfresser Fleisch. Ich glaube, wir machen mal einen Pflanzenfresser. Thema, das habe ich nicht ganz verstanden, da kann ich nämlich nichts auswählen. Vielleicht weiß es jemand, kann man gerne unten in die Kommis schreiben. Leichtlastig, keine Ahnung, Planeten benennen. So, Xylon. Ja, ja. Los geht's. Jede deiner Entscheidungen bei Spore beeinflusst deine Zukunft. Als Zelle musst du fressen, wachsen und dich weiterentwickeln. Das Wachstum wird unten in der Fortschrittsanzeige angezeigt. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Wenn du frisst, sammelst du DNA-Punkte. Diese kannst du in neue Teile investieren, um deine Zelle weiterzuentwickeln. Fortschritt führt zu Wachstum und deine Welt wird größer. Und das sind wir. Na, Pupsi? Ach so, ja, wir müssen jetzt ja fressen. Genau. Ups. Die Steuerung ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich habe da ein bisschen reingeschaut und eben auch hier in dieser Zellenphase sozusagen gespielt. Das ist wirklich, ja, nicht ohne da. Ist das alles Fleisch? Mensch, die fressen einem ja alles weg. Hey, lass doch mal. Ich muss doch auch größer werden. Da hat's noch was. Ups. Andere Zellen und Meteoritensplitter sind der Schlüssel zu neuen Teilen. Jedes Teil hat besondere Fähigkeiten. Die deiner Zelle habe ich weiter nicht gelesen. Wenn das neue Teil erscheint, schwimm über den Token, um es einzusammeln. Machen wir doch. Wir haben Angriff und Zerstörung, einen Stachel bekommen. Ui, ja, genau der brauchen wir. Ruf einen Partner, um den Zellendesigner zu öffnen. Ich möchte aber noch ein bisschen wachsen gleich. Hoppala. Ganz schön fett. Oh. Okay. Ich glaube, jetzt müssen wir einen Stachel zulegen. Hallo? Ist hier ein paarungsbereites, komisches Zellchen? Den Modus in jedem Designer mit einem Klick auf die Modus-Buttons ändern. Bevor du zum Gezeitentümpel zurückkehrst, kannst du das Ganze im Malen-Modus farblich ein bisschen aufpeppen. So, das ist unser Pupsi.
jetzt haben wir ja da den Stachel und wir können da, unten ist unser Budget von 17, die müssen wir sozusagen kaufen. Tempo. Jetzt weiß ich gar nicht, was da... Was ist denn das? Filtermund. Pflanzenfresser, du frisst grüne Pflanzenschoten. Aber das haben wir ja hier schon. Das ist für Fleischfresser. Da sind wir schnell. Ich glaube, wir machen doch ein bisschen schneller. Kann ich die dann noch hin? So. Ja, da können wir alles... Ups. Zu teuer. Was für eine Farbe geben wir dir denn? Das ist auch hässlich. Jetzt haben wir da noch eine zweite Seite. Genau, das sieht schön krank aus. Ne, ich glaube, ich nehme das. Und jetzt... Ja, genau. Das ist doch voll krank. Jetzt müssen... Ach so. Naja, wir nehmen es Pupsi. Mir kommt nichts Besseres in den Sinn. Weiter geht's. Oh, da wäre viel. Ah, jetzt sind wir ein bisschen schneller. Genau. Cool. Kann ich das auch eins angreifen? Das geht schon nicht. Irgendwie. Nee. Angreifen geht nicht. Ja, jetzt legt er einen Zacken zu. Ah, kann ich das wegessen da? Ah, das ist ja cool. Jetzt haben die das schon alles gefressen. Oh, hoppala. Ja, genau. Zu dir möchte ich eigentlich nicht. Fressi, wo bist du? Hier unten. Und hier. Das ist ja cool. Ich habe das erste Mal, als ich das gespielt habe, habe ich nämlich einen Fleischfresser genommen. Und ich fand das, ehrlich gesagt, eindeutig ein bisschen mühsamer mit dem Fleischfresser da Futter zu finden. Geh weg. Vielleicht habe ich auch nicht alles gefunden oder gewusst. Das war wirklich das erste Mal, dass ich das gespielt habe. Aber das ist natürlich hier ein Futterparadies hier. Ne, ich muss hier weg. Lass mich in Ruhe. Ich muss essen. Essen, essen, essen. Essen, essen, essen. Da sind noch solche. Ja, so geht das natürlich. Extrem voran. Und ich sollte schon wieder einen Partner rufen, sehe ich gerade. Das machen wir gleich. Na, wo seid ihr denn? Da! Lasst uns Liebe machen! Ja, Neues haben wir gar nichts. Sehr blöd. Aber. Jetzt möchte ich mal gucken. Nee. Das hat mir besser gefallen. So. Den Stachel. Ich glaube, wir müssen irgendwie was. Soll ich den hinten? Ich weiß gar nicht. So? Die schnappen uns ja wahrscheinlich von hinten. So. Genau, das machen wir so. Jetzt könnte ich dann noch einen zweiten zur Verteidigung. Ich gehe ja davon aus, dass wir da weglaufen müssen. Wir können ja wahrscheinlich nicht kämpfen. Keine Ahnung.
Machen wir noch einen zweiten. So. Weiter geht's. Ja, der sieht schon mal cool aus. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da irgendwie dann vielleicht so zur... Da, was ist das? Was bist du denn? Ui, genau das wollte ich jetzt sagen. So ein Tocken oder wie das heißt. Gift spucken. Wow, das ist ja cool. Aber wir brauchen noch mehr Punkte. Und die Strömung ist so scheiße. Upsla, ja, da. Boah, die sind ja schnell, ey. Das ist ja krass. Boah, jetzt muss ich auch rechts suchen, zum Fressen. Ich brauche Futter. Futter. Die schnappen mir alles weg hier. Das ist so gemein. Da ist noch eins. Wahrscheinlich bin ich auch zu langsam. Hoppala. So. Und da noch. Ah, jetzt geht's. Da, genau. Das hat schon wieder so eins. Schnelle Drehung, Tempo. Und wir fressen uns ganz schnell satt hier. Ich krieg's nicht hin mit Drehen. Was haben wir hier oben noch? Das ist auch so eins, wie wir sind. Und hier drüben? Nein. Schnappt alles weg. Ups, die sehen irgendwie ein bisschen gefährlich aus. Das ist schon ulkig, die Tierchen. Wie gesagt, ich habe es als Fleischfresser getestet, das Spiel, und das fand ich ein bisschen mühsamer. Einfach hier in dieser Zellenphase. Mal geschaut, wie das so ist. Aber ich bin voll gespannt, wie das dann weitergeht, weil ich wollte nicht so weit spielen, damit wir das zusammen eigentlich entdecken können. Ich denke zwar, die meisten kennen das Spiel, es gibt es schon seit Jahren. Für mich ist es neu. Immer davon gehört, mal ab und zu ein Video geschaut, aber... Upsla! Selber nicht gespielt! Geh weg! Oh! Futter! Oh, du bist hartnäckig, ey! Ich bin sicher gleich tot. Da sind auch Flugzeuge. Ja, frisst die anderen, nicht mich. Ich komme nicht weg. Lass mich, du Schwein, ey. Ja, wir rufen jetzt gleich ein paar eine Schnauze voll, ey. Das ist ein Tocken gewesen. Ich will nicht sterben. Da wäre ein Tocken gewesen, Mensch. Oh nee. Doch, Partner, jetzt sag ich schon, ich sei gestorben. Da war doch ein Tocken noch. Oh Mensch, das ist doch blöd. Zu wenig Punkte haben auch. Was ist das? Schnelle Drehung. Gift spucken. Ich denke, wir nehmen die schnelle Drehung. Machen wir so. Jo, denkt das ist okay. Ich glaube, wir kommen auch immer nur in dieses Menü dann, wenn wir uns paaren. Also weiterentwickeln sozusagen. So, jetzt hoffe ich hier ein bisschen erfolgreicher zu sein. Uah, das geht schnell. Ups. Das Einfache wird es wirklich nicht, damit steuern.
Ich glaube, also die Fleischfresser hatten da nicht so Riesenvorteile, würde ich mal sagen. Das ist ja genial. Da möchte ich hin, da. Da, 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 da. Also geht das echt schnell. Du noch? So, eins. Und tschüss. Ich glaube, das sind so alles Fresser. Die fressen ja andere Tierchen und Pflanzen. Ups, da oben hat's noch. Lasst mir was übrig. Die essen alles weg. Seid so fies, ey. Da ist doch was. Oh, was soll denn das? Komme ich doch nie ans Land. Du, so. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da noch an weitere Tocken komme. Ich glaube, bei den Fleischfressern musste ich da die Tierchen töten. Na, wenn ich da eins getötet habe, war die Chance gegeben, dass da ein Tocken rausspringt und ich werde verfolgt. Nimm doch einen anderen, bitte. Es hat seinen gegeben, wieso auch immer. Ich krieg den nicht vom Arsch. Ja, ruf einen Partner. Ja, genau. Ich hab doch zu wenig. Was hab ich jetzt gemacht? Nichts. Und jetzt los. Was passiert? Glückwunsch, du bist auf dem besten Weg, ein Bewusstsein zu entwickeln. Okay. Beim Schwimmen im Schlamm kann dir keiner das Wasser reichen. Wenn du bereit bist, die große weite Welt zu erobern, klicke auf Weiterentwickeln. Ah, das ist hier unten. Diese Zeitachse zeigt die Geschichte deiner Aktionen in der Zellenphase an. Du hast Wesenszüge entwickelt, die dir einzigartige Fähigkeiten bescheren, von denen zukünftige Generationen profitieren werden. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Ach so, da haben wir begonnen. Aber ich glaube, machen kann ich. Kann ich da nichts. Das ist einfach die Geschichte, die wir da wahrscheinlich schreiben. Was passiert jetzt? Jetzt können wir da Füßchen machen. Geht's ans Land? Genau, und wie es ans Land geht, das seht ihr im nächsten Let's Play. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Tipps habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin da froh zu. Und bis zum nächsten Mal bei Spore.